Eigentlich war das gar nicht geplant. Im Prinzip wollte ich die neuen Maps euch vorstellen vom neuen DLC Naval Strike, was ja angeblich am 25. erscheinen sollte. Hat's aber nicht und alleine bin ich auch nicht, denn hier mit mir ist Nebu. Servus. Hallo. Ja, also Fakt ist, DICE hatte ja angekündigt, 25. März kommt das Naval Strike DLC für die Konsolen und die Premium, also halt alle Premium-Kunden, egal ob Konsole oder PC. Und 5 Stunden vor dem Erscheinen, also die erscheinen ja normalerweise um 10 Uhr bei uns, also im Park halt um 10 Uhr, am 25. 10 Uhr normalerweise. Und um 5 Uhr heute früh schreiben die einen Post, ne? Und es ist nicht so, dass das irgendwie voll übelst mitgeteilt wird hier von wegen, hey, wir können das leider nicht rausbringen, sondern die schreiben so einen Post, irgendwie, begebe dich in die Schlacht mit dem neuen DLC Naval Strike. Und dann in dem Text drinnen, und das liest es auf der Hauptseite vom Battlelog, das war einfach der Titel, und in dem Text drinnen stand dann irgendwo klein, im zweiten Absatz irgendwo so, ach und übrigens, das DLC für PC wird sich verzögern, also wird heute nicht released. Wir haben einen Bug gefunden. 5 Stunden vor dem Release, also ich weiß ja auch nicht, was sie so machen da. In Schweden. Auf jeden Fall wird es jetzt nicht released und das hat mich gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich meine, Premium ist die größte Phase, die es gibt gerade, muss ich sagen. Das ist ja genau dieselbe Geschichte wie auch schon mit dem Second Assault DLC, was ja dann exklusiv für die Xbox One, glaube ich, kam. Zumindest anfangs exklusiv war und danach halt eben nicht mehr exklusiv war. Aber eigentlich hätte es dann auch extrem verzögert auf den PC gekommen und dasselbe scheint sich jetzt hier auch mit dem neuen DLC also passieren, was mich gerade übelst ankotzt. Ich muss sagen, in diesem Sinn habe ich überhaupt keinen Bock, irgendwann mal mehr in Zukunft mir dann noch das Premium zu holen, weil es so oder so von wegen vorher kriegst. Oder wie siehst du das? Ich hab dir gerade nicht anzuhört. Du bist ja gerade, ja, du bist wieder voll, also es ergibt extrem viel Sinn, mit dir zu diskutieren, mit dir zu sprechen, wenn du, also man ja, muss vielleicht sagen, Nebu ist überhaupt nicht multitaskingfähig. Sehen die anderen, ja. Und ich versuche mich zu konzentrieren und im Gegensatz zu dir versuche ich auch Leute zu töten, nur zu sterben. Das wäre im Prinzip mein Job, wenn die Leute mir zuschauen, das spielt ja überhaupt keine Rolle, ob man dir, hält. Wenn man dir nicht zuschaut. Also, du hast dich jetzt aufgeregt, dass du dir nicht nochmal irgendwie wo Premium kaufen willst, wenn das eh nicht alles pünktlich kommt. Ja. Für mich ein bisschen übertrieben, aber du bist ja eh immer so eine. Nein, so eine für mich ist es einfach so, wenn ich jemandem Geld gebe, dann hat dieser jemand Verpflichtungen mir gegenüber, wenn er von mir Geld nimmt. Und dann zu diesen Verpflichtungen gehört unter anderem auch die Tatsache, Sachen rechtzeitig rauszubringen. Man gibt kein Datum an, wenn man es nicht einhalten kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass DICE 5 Stunden vor dem Release checkt, ach, oh, scheiße, wir haben da einen Bug drin. Eigentlich, wenn ich in so eine Arbeit mache, und ich bin ja auch jemand, in meinem Job ist ja auch, sind Termine auch extrem wichtig. Und wenn ich einen Termin habe, dann versuche ich den einzuhalten. Und wenn es nicht geht, dann gebe ich vorhin eine Information und ich check's nicht 5 Stunden vor der Abgabe, ach, geht gar nicht, Entschuldigung. Das passiert einfach nicht, wenn man eine ernstzunehmende Firma sein möchte. Ja, du heulst halt rum, man, das geht hier um Spiel. Das ist scheißegal, es geht darum, dass ich den über 100 Euro gegeben habe. Du übertreibst einfach mal. Nein, ich gehe... Jetzt lass mich doch mal selber ausreden und quatsch mir jemand gleich dazwischen, Mann. Alter. Naja, ist doch so. Ich sag mal, klar ist das kacke, wenn man sich darauf freut und wenn man dann nicht pünktlich da ist. Wenn sie das halt sagen. Und natürlich ist das kommunikationstechnisch gesehen auch nicht gerade erste Sahne von denen, wenn sie das so spät erst ansagen. Das hätten sie auch eigentlich schon früher sagen können. Weil du weißt ja auch nicht, wie die Situation wirklich war. Vielleicht haben sie ja wirklich erst in der letzten Instanz mitbekommen, dass was nicht geht. Ja, aber das dürfte ja theoretisch nicht passieren. Also es kann sein, ja, aber ich meine, das dürfte ja nicht passieren, weil du hast doch Tests und Beta-Tests. Es ist ja nicht so, dass die irgendwie gestern Abend mit dem Spiel fertig, also mit dem DLC fertig geworden sind und gesagt haben, ah. Wo willst du das denn wissen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, das muss so sein, aber es sind alles nur Behauptungen. Du weißt doch im Grunde gar nicht, wie ein Entwicklerstudio aussieht. Wie da der Stress ist, wie da vielleicht der Druck ist. Und vielleicht haben sie es gehofft, dass sie es schaffen und es sah wahrscheinlich alles gut aus und in letzter Minute kriegen sie das nicht gebacken
Gut, da muss man das nicht so, wenn das so stimmt mit dem Text, wie du sagst, dass es unten drin steht. Ja, es klappt nicht, das muss natürlich nicht sein. Man kann es schon ehrlich sagen und dann sagen, ja, pass auf, Leute, klappt leider nicht. Und halt auch so ein Ding, weil du ja dann sagst, ja, das muss pünktlich kommen und so. Weißt du, lieber kommt für mich ein DLC oder ein Spiel oder was auch immer, ein paar Tage später und dafür lässt sich aber ordentlich verspielen. Das ist gut, das. Bei da ist auch ein schlechtes Argument wahrscheinlich, aber. Das ist ja auch nicht das Problem, also das sehe ich ja genauso wie du. Das ist, ich habe auch lieber ein Spiel, was funktioniert, aber was ich da einfach nicht nachvollziehen kann, ist die Tatsache, dass sie das irgendwie 5 Stunden vor Release checken. Irgendwie, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, ja, die werden dir nicht sagen, warum das so ist. Das finde ich eben schade. Du kannst jetzt nicht einfach behaupten, ja, das fällt ihnen, das müssen die ja früher gewusst haben. Das weißt du doch aber gar nicht, ob die das eben früher gewusst haben. Aber ohne Scheiß, wenn, also ich meine, das ist ja genau dasselbe wie ein Release von einem Spiel im Prinzip, oder? Shotgun-Noob, Alter. Du arbeitest auf ein Release hin, auf ein Datum hin und dann testest du das vordergründig und du kommst doch nicht eine Woche vorher und sagst, ach ja, stimmt, wir haben hier noch ein DLC. Also das ist ja einfach, das ist einfach, wenn das so gewesen ist und wie du jetzt sagst, also wenn das tatsächlich so ist, dass sie das vor 5 Stunden vorhin gemerkt haben, dann ist das einfach keine seriöse Firma, dann ist das einfach Leute, die keinen Plan haben, was sie da überhaupt machen. Weil das. Nee, das ist Quatsch. Wo hast du jemals in deinem Leben. Na ja, gut, ja, du hast wegen Gothic und so ein Kram, hast du schon mal so ein paar Übersetzungsarbeiten gemacht für Games? Und bei Mods so mitgearbeitet habe ich auch, ja. Ja, Mods zählt auch nicht. Ich bin richtig von aktueller Game-Entwicklung, von richtigen Programmierstudios. Nee, das habe ich natürlich nicht. Aber ja, ich nehme schon an, dass ich Stress habe. Und einfach behaupten. Ja, die ist jetzt nicht seriös. Dabei hast du hast ja selber sowas nie nachempfunden, wie die Arbeit dort ist, also wie der Stress dort ist. Weißt du, ich bin ja selber gelernter Koch, für die, die wissen. Ja, und weißt du, wie viele Leute behaupten, unkreativer Beruf, mal schön sein, so seine Kreativität ausleben zu lassen. Und weißt du, was du dir einen abbuckeln kannst, wenn du wirklich als Koch in der Küche arbeitest? Ey, da, wenn da Stress ist, dann wird sich gegen dich angebrüllt und da fliegen Teller durch die Gegend. Naja, das alles ist so. Andere als kreativ, das ist ein stressiger, anstrengender Job. Da sagst du auch, ja, weil, weiß ich nicht, wenn der 10. Bon hintereinander kommt, sagst du auch, ja, ist in einer halben Stunde fertig und dann dauert trotzdem eine Dreiviertelstunde. Ja, einfach, weil du es nicht schaffst. So, verstehst du, was ich meine? Du kannst doch nicht einfach sagen, das ist ja, was, ja, die sind halt kacke so. Das ist aber gut, für den Kunden ist es natürlich trotzdem so. Ich meine, es ist ja eher als Kunde, im Prinzip, wenn ich in ein Restaurant gehe, ist mir scheißegal, was die für einen Stress in der Küche haben. Das muss mich auch nicht, hat mich auch nicht zu interessieren, wenn nee, ich da hin. Natürlich auch nicht. Aber du kannst ja nicht einfach sagen, dass in der Gaming-Industrie, also, weißt du? Nein. Stress hier. Aber weißt du, wenn ich sage ja nicht, dass sie keinen Stress haben, absolut. Die haben wahrscheinlich extrem viel Stress, gerade weil sie ja, eben. Extrem Druck haben. Die werden gerade den Release haben. Der Publisher wird sagen, hier, ihr müsst, oder der Teamleiter oder was auch immer, der wird sagen, wir müssen. Ne? Und die Programmierer machen. Und dann wisst ihr auch gar nicht, wie die ganzen Verhältnisse und wie es ich was da sind. Klar, das geht uns nichts an. Aber, ne? Dann klappt es halt auch mal nicht. Ja, da bin ich mit dir einverstanden. Was ich aber meine ist. Die beiden anderen DLCs sind ja pünktlich gekommen. Nein, sind sie auch nicht. Auch nicht? Nee. Natürlich schön. Also eben auf der Konsole schon, ja, natürlich. Auf der Konsole kommt eben alles pünktlich, weil PC ist ja nicht mehr interessant heutzutage. Das ist ja einfach eine Tatsache, dass man PC scheiß drauf. Gerade bei einem Spiel, ja, Konsole was. Konsole ist ein größerer Markt. Das pisst mich einfach an, weil es ja gerade Battlefield, was auf dem PC groß geworden ist. Also was auf dem PC geboren wurde. Ja, das ist aber uninteressant. Wir müssen wirtschaftlich denken, das machen sie auch. Länder wie Amerika, die einfach mehr Konsolenspieler haben wirklich praktisch sind, nur, als stimmt, PC-Spieler. Also ist das wesentlich interessanter, um Geld, also um wirtschaftlich zu sein. Ja, aber wo ich das Problem sehe, ist, dass wenn du dich als Spieler nicht über sowas aufregst, dann gibst du ihnen ja praktisch keinen Anlass dazu, es in Zukunft besser zu machen, verstehst du? Wenn die keine Konsequenzen zu befürchten haben, dann kommen die halt und sagen, ja, bestell das Spiel hier vor, ne? Bestell es vor und dann heißt es, ja, kommt am 31. Dezember und dann kommt's halt im März. Scheißegal, dein Geld haben wir ja schon. Und wenn sich die Leute nicht aufregen, wenn die Leute finden, ja, die armen Typen, die haben hier so und so
also im Prinzip wär's ja, also im Prinzip wär's ja so oder so abgezockt hier mit Premium und mit dis und jen und weiß der Fuchs was. Ja, aber jetzt vermischen wir eine Diskussion mit einer Nein, anderen. Nein, es ist genau dieselbe Diskussion. Was so eine Pay-Abzocke ist, also hier diese, ja, hier kauft das und das und das und das. Das ist ja schon länger so und Call of Duty hat ja da Vorreiter mitgemacht. Eben, aber das kommt ja zurückzuführen auf uns Spieler, weil wir das akzeptiert haben und das einfach so hingenommen haben und den Scheiß gekauft haben und halt hier geschluckt haben, ne? Penisse in den Mund genommen und schön noch schlucken hinterher. Und das ist das, was wir im Prinzip verhindern sollten, indem wir uns auch darüber aufregen und gleich finden, hey, geht ja mal gar nicht, dass ihr uns verspricht und hier uns das Geld aus der Tasche zieht mit hier Prämien und da noch exklusiv DLCs, wenn du es unbedingt, also das ist auch diese Vorbestellergeschichte. Ich darf mich darüber gar nicht aufregen, weil ich selber vorbestelle teilweise. Und das ist so ziemlich das Dümmste, was man als Spieler machen kann. Vorzubestellen. Ein Spiel, was noch nicht mal draußen ist, wo es keine Wertung für gibt, wo man nicht wissen kann, ob es gut ist. Und dann ist natürlich klar, dass da der Entwickler dir sagt, hey, unser Spiel wird super. Das ist, Vorbestellen ist... Ich hab ja 5 auch vorbestellt, und? Ja, eben, aber... Es ist was Dummes im Prinzip, weil du dir... Du kaufst dir die Katze ja im Sack, weißt du? Oh, scheiße. Aber... wenn, sag mal, was heißt, du kaufst die Katze im Sack? Ich sag mal, bei vielen Spielen gibt es vorher schon die Betas. Es gibt einen Haufen Videos, Screenshots, blablubi, blablubi, blablub. Es gibt einen Haufen Kram. Und wenn du dann zum, die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel aber auf jeden Fall, also die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel rauskommt, ist definitiv da. Weil die werden nicht 1000 Sachen entwickeln und dann am Ende sagen, ja, kommt zum. Weiß natürlich nicht, ob es gut wird, ja. Genau, gut, das aber, ist eben die, ich meine, das ist die meine Qualität. Bei einer Serie, wenn ich jetzt an GTA denke, da brauchst du keine Sorgen machen, da weißt du, dass das geil wird. Ja, aber verstehst du das? Also das Problem ist ja, diese ganzen Screenshots und Videos, die du da ansprichst, die werden ja vom Publisher zur Verfügung gestellt, beziehungsweise von dem Entwickler. Und ist ja klar, dass der Entwickler die da nicht Screenshots oder Videos zur Verfügung stellt, wo man die Bugs sieht. Das ist ja auch nachvollziehbar, ist ja auch marketingtechnisch ein totaler Bullshit, wenn ich das machen würde. Aber das ist eben das Problem. Die ködern die Spieler mit Boni oder mit DLCs oder sonstigen Sachen. Hey, wenn du es vorbestellst, dann kriegst du hier diese Waffe und diese Camo noch dazu. Bist du vom Server gegangen? Ach nee, da bist du ja. Nee, ich bin da noch drauf. Ja, du hast ja weniger Truhe als ich. Du hast wahrscheinlich ganz in der Ecke gekämpft und die warte, bis sie da vorbeiläuft. Nee. und auf jeden Fall eben, du kriegst dann noch diese Waffe und diese Camo und das noch dazu und das und jenes. Wenn du es vorbestellst, was eigentlich, also effektiver Wert dieser Sachen, die du da kriegst, ist gleich null. Du bestellst es vor und somit haben die dich eigentlich als Kunde auf sicher. Ja, das ist doch Marketing. Das ist natürlich, aber weißt du, und als Kunde, das muss ich uns Spieler einen Vorwurf machen. Wir Spieler haben diese ganze DLC-Scheiße erst zugelassen. Das waren wir, das ist unsere Schuld. Finde ich nicht. Das ist genau unsere Schuld, weil wir Call of Duty DLCs gekauft haben, weil wir digitale Inhalte für kein Geld, also für viel zu teuer Geld gekauft haben. Das ist, weil im Prinzip hätten wir das verhindern können, wenn wir das nicht gekauft hätten. Dann gäbe es heute keine DLCs. Früher hieß das noch Add-ons und früher bekamst du dann noch irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Stunden Spiel dazu gekriegt für 20-30 Euro. Heute bezahlst du 15 Euro für 4 Karten und 3 Waffen, also total unverhältnismäßig. Und das ist unsere Schuld. Das ist unsere Schuld. Ihr habt hier noch Leute, die zum einen, ja, ist vielleicht ein doofes Argument, die noch Geld haben, aber die zum Zeit zum Zocken haben. Also gerade deswegen, aber wenn sie jeden Spaß erreichen wollen, so, dann halt auch alles kaufen müssen. Ich kann halt sagen, so, ja, ich kaufe mir das halt so, weil ich will halt schon alles nutzen können, wenn ich denn mal zum Zocken komme, so in der Art. Ja, du gut, das ist halt ein anderes Argument. Es gibt ja auch Familienväter und so, die halt spielen und die halt nicht so viel Zeit haben wie irgendwie ein 13-Jähriger, der noch zur Schule geht und dementsprechend halt jeden Nachmittag spielen kann. Da gebe ich dir recht, das ist eine Tatsache, voll ich denke gerade an die was für mich halt eben die Sache ist einfach, pf, keine Ahnung, das ist mit der Geschichte mit den DLCs, das ist, da bin ich ja total, ich hasse DLCs aufs Blut. Ich, ja, ich kann das nicht. Das, ja, waren es Addons, jetzt sind es DLCs.
macht deinen Kohl irgendwie nicht fett. Ich kann da selber entscheiden, ob ich ein DLC kaufe oder nicht. Kannst du das? Du hast ja entschieden, eben das nicht zu kaufen. Und das Problem ist, wir... Das habe ich entschieden, nicht zu kaufen. Das ist Premium. Und dementsprechend hast du kein DLC für... Ich habe entschieden, nicht zu kaufen. Ich werde es mir ja noch kaufen. Aber ja, ich habe jetzt einfach nicht die Kohle dafür. Ja, genau das, was ich meine. Du hast es nicht gekauft. Das ist jetzt Fact. Du hast es im Moment nicht. Tatsache ist eben, da du es nicht hast, können wir nicht mit dir spielen. Oder eben, wir spielen die Uralt-Maps. Und das ist ja... Das ist ja nicht mein Problem. Ich kann mir Geld nicht aus dem Rippen schneiden. Das ist genau das, was ich meine. Du wirst nicht gezwungen, das Spiel zu kaufen. Das ist absolut so. Dir hält keiner eine Pistole im Kopf und sagt, hier, kauf es. Ich meine, nimm mal jetzt mal nicht so was wie Battlefield, weil ich muss ganz ehrlich dazu sagen, dass sich Battlefield Premium wirklich lohnt. Also aus dem einfachen Grunde, wenn ich an Battlefield 3 trinke, da bin ich auch Premium gewesen. Und es kamen viele Add-ons, es kamen viele Zusatzinhalte, interessante Dinge. Ja, für die 25 Euro, ist klar, das lohnt sich schon. Wenn du Premium Key da geholt hast, irgendwo auf irgendeiner Seite wie MMO oder sowas, da kriegst du ja alles immer ein bisschen günstiger. Dann hast du für, sag mal, nicht Geld, viel Battlefield bekommen. Also da kam ja echt eine ganze Menge, viele Maps, viele Fahrzeuge, Waffen, Aufträge etc. Also da war ja eine Menge dabei so. Deswegen lohnt sich das bei Battlefield 4 auch. Deswegen würde ich es mir auch holen, aber DLCs, wo ich finde, wo es sich nicht lohnt, zum Beispiel ist so eine Erinnerung, die ich habe, ist Mafia 2. Da gab es dann auch zwei, drei DLCs. Aber die fand ich gut. Ja, siehst du, du hast manchmal, glaube ich, keine Ahnung, Alter. Das Ding, das mit der Geschichte, wo der Fat Tony oder wie der heißt. Nein, es gibt ja einmal Joe's Adventure. Genau, die also, meine das ich. Das ist ja quasi sein Partner. Das zeigt ja quasi, das Spiel verlief in der Zeit, wo du im Knast bist. Als ich weiß ja nicht, wie du selber da nochmal hieß. So, das habe ich zwar selber nie gehabt, aber das hätte ich mal haben wollen, weil das ist das Einzige, was ein richtig geiles DLC quasi ist. So, und hab mir aber das Erste, was rauskam, war Jimmy's Vendetta. Das war das erste DLC, was rauskam. Das war erstmal eine Figur, die es so im Spiel gar nicht gab. Irgend so ein Typ mit einer Glatze da. Mhm. Warte mal kurz, ich muss mal kurz den Typen antworten. Den gab es also quasi im Spiel gar nicht. Und das Einzige, was du machen musstest, waren irgendwelche komischen Aufträge. In irgendwelchen komischen, weiß ich nicht, also wenn ich klaue da ein Auto, bringe es da hin oder er schießt da ein und fahr dann dahin oder so. Ganz unwichtige Sachen irgendwie. Und dann, ich verstehe schon, ja, was du meinst. Ja, und das, pass auf, tut mir leid, ich ging die ganze Zeit, weil wenn ich nebenbei zocke, Alter, konzentriere mich die ganze Zeit, ist dann immer doof. Vor allem für einen Let's Player ist es ein bisschen doof, weil man sich nicht... Weil ich die ganze Zeit schieße, dann muss ich achten, wo rennt der hin, so, weißt du? Total, also weil so, für so Online-Games ist das nicht für mich. Ich kann nicht vielleicht noch wiedernehmen. Nee, pass auf, das Problem war dann einfach, du hast für jeden Kram bei so einer Mission Punkte bekommen. Headshot, 50 Punkte. Auto in die Luft gelagt, 100 Punkte. So eine Sachen, weißt du? Ja. Fein total blöd. Dann hast du dir die Highscore angeguckt und da gab es dann Leute, die hatten so hohe Highscores. Und du gefragt hast, wie geht denn das? Okay, ich habe ihn zwar getroffen. Es ging nur darum, noch sauberer oder noch mit mehr Schaden irgendwie diese Mission gemacht zu haben. Fand ich total bekloppt. Natürlich werden da auch Leute dabei gewesen sein, die sich die Highscore gescheatet haben. Deswegen so hohe Punktezahl hatten. Eben, aber ich meine, das hängt ja gerade mit dem zusammen, was ich vorhin gesagt habe. Die Tatsache, dass die Leute diese DLCs gekauft haben, beziehungsweise diese DLCs kaufen, zeigen ja eigentlich dem Entwickler, hör mal, ich muss hier kein gescheites Game machen oder beziehungsweise Game-Inhalt machen und verkaufst trotzdem für 10 Euro. Eben so ein Bullshit-DLC, wie du das gerade jetzt hier gezeigt hast, weißt du? Das ist genau das, was ich meine. Das habe ich halt gekauft, weil ich halt dachte, so, das wäre geil und dann, das war halt eine Fehlinvestition. Ja, eben, also das ist... Ach ja, die kämpfen, die sind hier hinten zu zweit mit den Sniper, da ist das zum Heulen. Was seid denn ihr für Spasten, ey? Alter, zum Glück gewinnen wir, weißt du? Ich hab grad zwei Leute vom Dach geholt, ja. Ey, konzentrier mich ja, wisst ihr, ich hab 4, was los? Alter, die campen da hinten mit ihren scheiß Drecksnipern.
komme da nicht raus. Ja, ich habe keine Chance mit der Sturmgewehr hier da hinten ranzukommen. Ja, der hier. Naja, das war jetzt nicht so meine Runde. Aber ja, ich würde sagen, wir beenden die Diskussion auch an dieser Stelle. Ich wollte mich eben nur noch bei euch hiermit entschuldigen, dass heute das Video mit den mit dem DLC Naval Strike nicht gekommen ist. Tut mir leid. Ist jetzt nicht meine Schuld. Ich hab's probiert. Ich war auch wach, hab dann einfach um 10 Uhr gecheckt. Okay, vor 5 Stunden haben die angekündigt, dass es trotzdem nicht kommt. Und das war eigentlich im Prinzip das, was ich euch heute mitteilen wollte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt doch uns eure Meinung zu den Themen, die wir heute angesprochen haben, unten in die Kommentare rein. Und ja. Ja, so gut, sehr, sehr gut. Vor allen Dingen die Leute, die auf meiner Seite stehen und sagen, du hast keine Ahnung, die ganz besonders da schreiben, bitte. Ja, ist gut. Dann wünsche ich euch allen was Schönes und bis zum nächsten Mal. Mystic von THR Gaming out.